Alter Falter. So, dann zählen wir mal durch. 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47. Wie soll ich eigentlich da ganz vorne um diese Ecke rumkommen? Vielleicht hängt hinten irgendwo einer fest. Ich lauf das mal kurz ab. Oh. Ja, was ist denn hier passiert? Vor allem, wir müssen die Bäume so fällen, damit wir Anschwung holen können. Oh, jetzt muss ich auch mal rumfahren. Viel Spaß mit 48 Anhänger zu fahren. Jetzt haben wir wenigstens wieder unsere Anhänger, wir wollen auch mal nutzen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf der Map Oberkrebach im Multiplayer zusammen mit Gemini. Herzlich willkommen. Servus Leute, herzlich willkommen. Mittlerweile auch schon die 6. Folge. Wuhu. Heftig, wie schnell das geht. Ja, also im Landwirtschaftssimulator die Zeit verfliegt, ey. Was haben wir hier? Na, wie viel ist da drin? Was wolltest du jetzt nochmal machen? Ich guck gerade kurz bei den Hühnchen. Ob da irgendwer irgendwas braucht. Und danach, ja, Weizen haben sie noch genug. Kühe könnten Mischrationen gebrauchen. Und eventuell einmal Gras. Triggert er jetzt die Grasballen oder nicht? Nein. Okay. Aber gut, ich lade jetzt gleich mal die Grasballen in die Garage da. Wobei, einen haue ich schon mal in dieses Mischding. Er muss aufpassen, was schon vorher drin war. War da vorher schon irgendwas drin? Ja, musst du gucken. Kann ich so auch nicht sagen, was da drin ist. Oh ja, irgendwas ist da drin. Keine Ahnung. Muss aufs Mischverhältnis achten. Nicht, dass es irgendwie zu weit nach links und rechts ist. Auf jeden Fall, ich bin ja fleißig am Düngen. Damit wir ein bisschen unsere Ernte pushen beim nächsten Mal dann. Ja, das ist ein guter Plan. So, was hatten wir hier? Ja, das sieht doch schon mal viel besser aus. So. Ah lol, der nimmt das ja gar nicht. Was? Aha. Was hast du jetzt schon wieder angestellt? Ich habe hier gar nichts angestellt. Ich habe nur ein Feld gedüngt, was nicht gedüngt werden muss. Ja, doppelt hält besser. Ja, das stimmt. Besser einmal zu viel gedüngt, als einmal zu wenig. So. Oh, Spanner, ey! Lass deine... Hallo! Das ist ja so komisch, wenn ich an irgendwelche Sachen rangehe, dann zappt der teilweise so zurück. Oh, da hinten liegt noch ein Gras- oder Heuballen. Oh. Haben wir da einen vergessen? Ich glaube vom letzten Livestream. Da lag nämlich das noch... Das ist aber schon ein bisschen her. Ja. Glaube ich auch. Zack, zack. Der John Deere ist gleich fertig mit Grubbern. Da können wir ihn direkt schon mal zum nächsten Feld schicken. Ja. Und der Käse, der ist auch noch fleißig am Arbeiten. Sehr cool. Hättest du mal Bock, für ein oder zwei Folgen ein bisschen Forstwirtschaft zu betreiben? Nicht nur für ein, zwei Folgen. Können wir tatsächlich demnächst auch mal in Anspruch nehmen. Oh shit. Aber dafür brauchen wir halt Kohle. Ja, das ist so leider unser Hauptproblem. Eigentlich für alles gerade. Ja, deshalb, wir müssen jetzt ein bisschen Landwirtschaft. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir so ein bisschen, was weiß ich, wir lassen die Landwirtschaft einmal kurz ein bisschen ruhen. Und ballern hier Forstwirtschaft durch, aber kümmern uns nebenbei trotzdem um die Tiere, einfach damit es denen weiterhin gut geht. Genau, damit wir, falls wir noch welche haben, damit wir nachher noch gut was machen können. So. Ja, aber dafür, also ich habe keinen Bock, mit der Kettensäge dann ganz klein zu hackseln und alles über per Hand zu machen, das ist echt doof dann. Digga, Kühe, haltet doch mal eure Klappe. Deshalb bräuchten wir dann wirklich so diesen Harvester und mal das Hardcore-Equipment. Falsche Richtung. Das Hardcore-Equipment. Ja, das stimmt. Ich sehe gerade ein paar Verträge. Feld Nummer 3 ist im Norden. Ob man das düngen könnte. Weil ich bin gerade mit Dünger ausgestattet. Ja, dann mach das doch. Ja, aber es ist riesig. Warte kurz. Oh. Da kriegt man 3000 für. Ja, aber du kannst ja
Du hast es ja anscheinend gerade aktiviert, also baller da rein. Also ich habe eigentlich gar nichts aktiviert, aber gut. Das ist aber, oder vielleicht ist es noch aktiviert. Oder vielleicht ist es automatisch aktiv. Nein, warum soll es automatisch aktiv sein? Weiß ich nicht. Kann ja sein. So, wie hoch kommen wir? So hoch. Ich glaube, wir bräuchten früher oder später mal einen Gabelstapler. Also einen reinen Gabelstapler, meinst du, ne? Ja, nee, so ein Teleskoplader. Ah. Weil wir dann später hier hinten nämlich nicht mehr drankommen. Aber da vernehmen noch die immer dann von oben oder von unten. Trotzdem. Ich könnte. Ich finde Stapelgabler toll. Ich mag Stapelgabler. Hm. Gabelstapler. Ich finde Stapelgabler auch super. Stapelgabler. Läuft mal wieder mit der deutschen Sprache, ne? Ja. Zack, 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 zack. Rauf hier. Aber ich muss sagen, das hier Stapeln ist gerade gar nicht so. Gar nicht so scheiße wie erwartet. Ich mach jetzt mal diesen Auftrag. Ja, mach das. Ich stapel hier fleißig weiter. Oh, nein, 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 nicht runterfahren. Nichts passiert. Also wirklich nichts passiert. Ah ja, glaube ich dir. Wenn du panisch schreist, mir ist nichts passiert, dann glaube ich dir sofort, dass auch wirklich nichts passiert ist und auch alles im grünen Bereich ist. Ja. Lassen wir das einfach mal so stehen. Du weißt eh, dass ich recht habe, deswegen. Niemals. Doch. Niemals. Doch. Nein. Doch. Oh. 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 Nein. Alter. Doch. Oh. Also nein. Oh, du Arsch. Gleichfalls. Danke. Alter, das Einzige, was mir hier echt auf den Keks geht, sind die Kühe. Hä, die haben doch nichts getan. Ja, aber die ganze Zeit. Das sind doch auch nur Kühe. Die unterhalten sich gerade über die aktuelle Wirtschaftslage. Oder die sprechen Französisch oder. Ja, weiß ich auch nicht, was die machen. Die schauen dem Gras beim Wachsen zu. Bitte eine französische Kuh. Also, wenn eine französische Kuh macht, die dann Mü oder so irgendwas? Also, ich habe noch keine getroffen, deswegen kann ich es dir leider nicht sagen. Ja, ich auch nicht. Aber französischer Schinken soll auch ganz lecker sein. Ich weiß nicht, Französisch, ich habe nichts mit Frankreich am Hut. Ich habe neulich Frankreich angerufen. Ging keiner ran, es war besetzt. Oh Gott, der ist aber echt. Mit solchen Witzen muss man immer noch aufpassen, ey. Heieiei. Also im Geschichtsunterricht kamen die gut an bei der Französischen Revolution. Ja, den hat doch unser Geschichtslehrer mal gebracht. So, wie sieht's denn aus? Abschließen. Hast du... Oh, 8000 kriegen wir für... 3100 Lohndienstleistungsumsatz. Ja, das war ich gerade. Ja, und was sagst du jetzt mit 8000? Es waren 3000. Der nächste Auftrag, der hier ist, Feld 16 sehen. Ja, Kartoffeln. Nee. Ja. Nee, mach ich nicht. Das lassen wir einen Helfer machen. Das sind 8000. Ja, ich würd sagen, guck mal, hier Feld 21, düngen. Die Düngeraufträge, die gehen halt immer richtig schnell. Auch wenn Feld 21 ziemlich riesig ist, aber... Wo ist Feld 21? Oben links. Und welches, was für ein Geld kriegt man dafür? Keine Ahnung, musst du gucken. Weißt doch auch nicht alles auswendig. Ich würde trotzdem das für 8000 machen.
Dann muss ich mir nämlich nur die Sämaschine mieten, das ist kein Problem. Das mache ich. Viel Spaß. Ja, danke. So. Die Miete kostet 1000. Und ja. Dann hast du 7000. Mathe-Genie. Ja, aber es ist trotzdem noch mehr. Und besser als gar nicht. Ja, dann guck mal, wie lange du dafür brauchst. Ja, ich lass das einen Helfer machen. Fuck, jetzt ein heller Ball inzwischen. Warum ist hier ein heller Ball inzwischen? Weil der am Anfang mal vermutlich aus dem als erstes rauskam. Ja, der John Deere ist übrigens auch fertig. So, Hinterzuss, perfekt. Den schieben wir jetzt noch vor. Es wäre ein bisschen schief. Ach, wir müssen noch was grubbern, habe ich gesagt, ne? Ich weiß. Oh nein. Ich zieh den dann soll die den vielleicht nicht wegbringen, sondern eher daher wieder direkt ackern lassen. Ran schieben! Jawohl. Also das Heu hier hast du aber echt ziemlich schief aufgestapelt. Das ist nur wegen, weil das jetzt, die Halle da neu platziert wurde. Ja, theoretisch würde ich echt, es ist gerade, kennst du die Serie Monk? Ja. Also, mein innerer Monk spricht gerade zu mir, Alter, du kannst das doch jetzt nicht so krumm und schief da alles stehen lassen. Aber ich habe auch keinen Bock, alles hier auszuladen, alles rauszuladen und dann alles nochmal neu zu platzieren. Viel Spaß. Ja genau, das wäre eher Offscreen-Arbeit, aber da habe ich halt echt keinen Bock zu. Weil das so umständlich ist. Wir können ja mal Offscreen ein, zwei Stunden ein bisschen zocken und das mal bei Zeiten machen, aber... Ja, dann machen wir Offscreen die Stapelarbeit. Ist eine Idee, weil wenn wir das zu zweit machen, geht es halt definitiv schneller. Ja, genau, der eine macht Stroh, der andere Heu und Mittel, da ballern wir uns ein bisschen rum und dann ist das kein Problem. Ja, und vor allem rausziehen ist ja schnell. Das raus damit und baller das irgendwo hin und dann ist ja erstmal fertig. Aber das Reinstapeln ist ja dann wieder das Schlimme. Und wir haben hier halt auch übertrieben viel Platz zwischendrin. Das nervt mich halt gerade. Da könnten locker noch mehr Reihen an Stroh, Heu, Gras, wie auch immer, irgendwelche Paletten rein. Aber... Das ist voll die Platzverschwendung. Ne, Leute, hier passt locker noch eine komplette Reihe rein. Wenn man die Paletten darüber schiebt, passt da auch noch eine Reihe rein. Alter. Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, auch in der originalen Landwirtschaft, das ist klar, die stapeln das natürlich besser als wir, aber die machen jetzt auch nicht, der Ballen steht schräg, ich glaube, ich muss nochmal alles rausreißen und wieder neu einbauen. Da denken die sich auch nur so, ja, der Ball steht da drin, meine Güte. Genau so machen die das. Denen ist es auch egal. Genau so machen die das. Die reißen alles raus, am besten, da steht ein Ball schief, ich reiß das komplette Gebäude ab. Ich meine ja nicht das Gebäude noch mit, ne, aber... Ja, wenn schon, denn schon. Ja, und die Grundwasserleitung ist auch nicht mehr so ganz gerade. Ja, die muss natürlich auch weg. Ja, klar. Die Erde ist ja auch nicht gerade, denn die Erde ist eine Kugel, also Erde. Ich dachte eine Scheibe. Ja, wollte ich gerade erst sagen, aber da dachte ich, was? Also, Moment, ich habe in Erdkunde aufgepasst, die Erde ist keine Scheibe. So. Okay, letzter Ball hat auch nur knappe Viertelstunde gedauert. Houston? Ja, hallo? Ich benötige ein... Radlader? Warum brauchen Sie eine Radlader? Ja, Ich habe eine Inder für Microsoft. Ich bin eine Inder. Brauchen Sie eine indische Radlader? Ja, und zwar zügig. Okay, können Sie mir sagen, wo? Zwischen Feld 11 und 13. Zwischen Feld 11 und 13, okay. Zwischen Feld 11 und 13? Ah, okay.
Ich bin auf dem Weg. Indische Radlader kommen. Woho! Können Sie noch Lais mitbringen, bitte? Lais? Ich habe doch, hier, rechts, neben mir. Ich habe indische Lais. Indische Lais für Mittag. Oh, hier ist noch eine Ballon. Nehme ich gleich mit. Hallo. Oh. Hallo, eine. Ja. What the? Was haben die denn gemacht? Hallo? Was zum Geier? Jetzt steh nicht doof rum und hilf mal. Ey, Moment, ich muss das fotografieren. Wo ist zum Henker? Wundermann, haben Sie das geschafft? Können Sie mir das sagen? Also ich habe nicht so ganz in den Rückspiegel geguckt, aber dann war ich auf mal so in der Senkrechten. Wie ist das möglich? Ich weiß es nicht. Aber ich kann Ihnen helfen. Ich habe ein schönes Bild. Darf ich veröffentlichen dieses Bild? Na gerne. Okay, danke schön. Okay, es gibt nicht zu eng, es gibt nur zu wenig Anschwung. Oh, Attacke! Oh nein! Oh nein! Houston, we have a problem! Hallo, indische Radlader-Verleih. Ich habe ein Problem. Ich musste indische Radlader fahren und ich stehe auf dem Kopf und meine Klientin braucht eine Radlader. Hallo? Was ist hier los? Moment, davon. Sorry Leute, aber ich muss. Das ist jetzt ein doppeltes Foto wert. Wie zum Geier. Indischer ja. Radlader-Unternehmer fährt mit Blaulicht zum Einsatzort. Hallo, guter Mann. Meine Kollegen sind alle unterwegs. Das ist unser einziger Radlader. Was machen wir jetzt? Oh, ich weiß. Ich weiß. Ich selber. Ah. Fertig gesehen. Ah, der Käse ist fertig gesehen. Ah. Ich bin unterwegs. Einfach mal Anschwung holen. Jetzt weiter rauf. Jo, jawohl. Hallo! Ich brenne da jetzt auch voll rein, bitte nicht, bitte. Bam! Oh nein! Oh Mann! Das sieht nicht unbedingt besser aus. No. Ich sehe eine Franzose hier gefahren. Boah, ich liebe es ja so zu tun, als ob ich irgendwelche anderen Sprachen kann, aber ich kann sie halt echt nicht. Kein Problem. Alter, was ist hier passiert, bitte? Aber das sind coole Bilder. Stell dich mal da rein. Wo rein? Ah ja, hier rein. Warte, ich komme da gar nicht rein. Für den nächsten Stream. Oh ja. Hallo, Mistel. Winke, winke. Englische Winke, winke, Katze. Mach du auch mal bitte. Nee, spring mal da rein, zwischen die Räder. Da war ich schon drin. Ja, aber ich habe kein Foto gemacht. Oh. Warte mal, was machst du da, Kollege? Ja, okay, passt. Oh, schöner Bild. Ja, sehr schön, passt. Okay, ich nehme mal nochmal Anschluss. So, warten Sie. Und. Bam! Warte, und jetzt schieb du den von hinten. Ich schieb den vor. Und jetzt aufrichten. Na? Ja, das hat's gebracht. Du musst näher, bretter mal vom Dach ran. Wirklich vom Dach, du bist nämlich schneller. Ja, Helfer, geh, jetzt chill mal daneben, bitte. Ich hab den schon ausgemacht. Okay, wir haben hier nämlich eine Problem. Los Problemos mit dos Traktoros. Was machst du? Er brettert doch erstmal mit dem Pickup da mal volle Kanne rein. Na, das wird nichts bringen.
Doch, das bringt was. Nee, das wird nichts bringen. Vertrau mir, das bringt was. Mach einmal. Mach doch einmal. Oh. Okay. Wir resetten dann einmal schnell die Fahrzeuge. Resette den doch einfach auch schnell. Na, mit dem geht das jetzt von der Seite besser. Holst du den Radlader vom Shop? Der JCB ist wieder Move resettet. Achso, ja, meine ich doch. So, dann fahre ich mal kurz den einen hier mit der Seemaschine schon mal dahinter. So, du bleibst mal. So, ja. Stop. Dann müssen wir den auch mal resetten, das geht so leider nicht. Ja. Oh Mann. Irgendwo, ich weiß nicht, was passiert ist, aber der Indische, ne? Wo ist denn der Inder hin? Ich glaube, der ist abgehauen. Ey, der ist gerade mal Baguette kaufen. Bonjour, Baguette croissant, merci. Der ist noch Lais und Baguette kaufen für die nächste Folge, denn leider müssen wir uns auch schon von der heutigen wieder verabschieden. Oh. Aber es war auf jeden Fall lustig. War ja, lustig Folge. XXL-Unfall. Holst du den okay, Fendt noch? Hä? Hol mal den Fendt noch. Dann bleib mal eben genau da stehen, genau. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne durch ein Abo da lassen, würde mich freuen. Und natürlich auch gerne bei Max reinschauen. Ey, ich renne dir hinterher. Hallo. Und ja, das war's dann auch wieder. Ne? Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. Ciao, ciao.